An was denkst du zuerst, wenn du den Begriff Mythos hörst? Ja, nicht an dich. So, wir brechen an der Stelle ab. BVB-Podcast, Episode 449. Fällt ein bisschen kürzer aus als alle anderen vorher. Was denkst du, wenn du den Begriff Mythos hörst? Was ist denn los? Gelbe Wand. Oh Gott. Was ganz... Nein. Ja, okay, kann man auch dran denken. Nein, ich dachte, du denkst an griechisches Bier. Oder an Synonym wie zum Beispiel Koryphäe oder Legende. Konifere, kenne ich nur. Ja. Wie auch immer. Florian Gröger ist zurück im BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Mhm. Wann warst du denn das letzte Mal hier? Lange genug her. Lange genug her. Das hört sich im Endeffekt so an, als wärst du gern wieder zurück. Ja, so einmal im Jahr, denke ich, den Rhythmus können wir beibehalten. Ja. War, glaube ich, letztes Jahr auch im Sommer, oder? Ich glaube, ja. Ja. Wir haben ein bisschen was bekommen hier. Das musst du mal vorlesen. Warte, warte. Ja. Liebes RN-BVB-Podcast-Team, vielen Dank für die sensationelle Podcast-Saison. Ich bin eigentlich KSC-Fan, deshalb gerne anonym lassen. Zwinker-Smiley. Oh. Ja, da bin ich auch hängen geblieben. Der in Corona-Zeiten viele Podcasts gehört, nein. Aber in Corona-Zeiten viele Podcasts gehört und hier lange geblieben und auch schon irgendwas mit Schwarz-Gelb. Mit schwarz-gelben Freunden ist er, glaube ich. Mit schwarz-gelben beim BVB gewesen. In jedem Fall habt ihr ein sehr sympathisches... Da hatte ich Probleme. Deswegen habe ich dich jetzt vorlesen lassen. Sympathisches... Team. Ja. Macht super. So wie... Boah. Ja, alles super. Fakt ist, wir nennen Viele den Namen Grüße jetzt nicht. Theo. Oh nein! Du solltest es doch anonym Wieso lassen. Theo? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht heißt er auch Horst. Ja gut, aber es wird ja durchaus einige Menschen geben in Deutschland, die Theo heißen und KSC-Fans sind. Und mit Schwarz-Gelben schon zuletzt ins Stadion gegangen sind und diesen Podcast hören. Ich glaube, die Zahl lässt sich auf 1 runterbrechen. Ja, das lässt sich von der Polizei definitiv zurückverfolgen. Auf jeden Fall möchten wir uns recht herzlich bedanken, denn Theo hat uns jede Menge Gummibärchen geschickt. Okay. Und die lagen eben auf dem Tisch, als ich nach Wochen wieder hier in die Redaktion gekommen bin. Und hier haben wir ein, ich denke mal, kann man es Survival Package nennen? Bekommen mit Pickups, andere Sorte Pickups, kleine Pickups und Knusperflocken. Und die kommen von Norbert. So, weg mit dem Karton. Hier nun endlich der zugesagte schokoladig-lastige Dank für eure großartige Arbeit hinter Mikro. Der Podcast ist ein freudiger Pflichttermin und ich drücke fest die Daumen, dass es in der kommenden Saison deutlich mehr gute als schlechte Leistungen der Schwarz-Gelben zu besprechen gibt. Macht weiter so, einen sonnigen Gruß aus Dresden von Norbert, nur der BVB. PS, Leute, besorgt euch das RNBVB-Abo. Es lohnt sich. Was ist denn da los? Norbert macht schon für uns Werbung. Jetzt kann Kevin Kisser natürlich die Werbung unten einblenden. Das ist ja großartig. rn.de/BVB-Podcast. Vielen Dank an Theo und vielen Dank an Norbert. Aber 1.9., ne? Die rote Version. Da müssen wir uns ranhalten. Wieso, was denn? Läuft ab? 1.9. Was? Die anderen 1.11. Okay, ja, das schaffen wir. Oder? Ja. Also, ich möchte mich sehr herzlich bedanken. Das war natürlich großartig, wenn man hier zurückkommt und findet dann solche Sachen. Das macht auf jeden Fall sehr viel Freude. Wie hast du den Sommer eigentlich verbracht? Hast du Urlaub gemacht, ja? Ja, ich glaube, so lange am Stück wie noch selten zuvor. Also die komplette EM. Aber durch die Champions League bzw. das Finale wurde bei uns ja auch so einiges Geplantes durcheinander gewirbelt, weil wir haben ja dann auch die Urlaubsplanung, wie bei vielen anderen auch, und haben ja dann immer auch den letzten Spieltag und das DFB-Pokalfinale haben wir dann im Blick. Das hatte sich ja beim BVB dann schnell erledigt mit dem Pokalfinale und auch mit der Meisterschaft, aber naiv wie wir waren, haben wir das Champions-League-Finale leider das war sehr naiv. Ganz im Blick gehabt. Das wird uns nicht nochmal passieren. Nein.
Hast du gelesen, habe ich gestern nämlich gelesen, da gab es so einen Link von, ich glaube, er heißt Charlotte Naha von der ARD Sportschau, oder? Ja. Da gab es so einen Link, wie jetzt die Auslosung der Champions League funktioniert. Hast du vielleicht gesehen? Habe ich gesehen, aber noch nicht gelesen. Wir machen den Text ja auch, das sind immer gute Blaupausen. Ja, also klickt demnächst bei uns rein, um das Gleiche zu lesen, was genau, der Kollege als, schon als geschrieben hat. Pay-Artikel natürlich. Ja, ja, natürlich. Hinter der Bezahlschranke, ist ja ganz klar. Also bei uns lest er es exklusiv. Ja. Nein, also da stand unter anderem kurz und knapp drin, es wird immer nur noch pro Lostopf ein Los gezogen. Und danach ist es so, dass der Computer die Gegner bestimmt. Und das heißt, die Auslosung dauert nicht mehr ganz so lang, weil du bist während der Auslosung immer stets ungeduldig. Mhm. Ist mir aufgefallen. Ja, ist die Frage, ob die auch einen Kiska haben bei der UEFA, ne? Ja, meinst du? Der so gut Regie führt? Mhm. Ich weiß gar nicht, hört er uns überhaupt nicht zu? Ja, doch. Er ist nur da. Ich schmeiß ihm mal so ein Schokoding raus. Ja, nee, das ist mir hier zu gefährlich. Der muss warten, der kann ein paar von den Gummibärchen noch essen. Hat er eben getan. Kam rein, hat gar nicht Hallo gesagt, direkt zu den Gummibärchen. Naja. Mhm. So ist er. Jetzt tut er so, als wäre das nicht wahrheitsgemäß, aber es interessiert mich natürlich nicht. Was hast du den Sommer denn dann gemacht? Hast du die ganze Zeit EM geguckt? Ja, schon größtenteils, aber einige Spiele auch nur. Weil nichts anderes kam. Ja, die sind dann halt so im Hintergrund gelaufen, aber man hat da mal geguckt, wenn ein Tor gefallen ist, aber ja, ich glaube, so wie es viele machen, also dann so wie viele Spiele am Stück, ist dann glaube ich schon ein bisschen anstrengend. Bei Olympia hast du morgens einfach nur einen Sender angemacht und bis abends durchlaufen lassen? Na, auch nicht ganz, aber schon weite Teile. Du hast mich ein bisschen überrascht, weil ich hätte dich beim Breaking erwartet. Ist jetzt nur einmal im olympischen Programm gewesen, Breakdance, so. Hab dich nicht gesehen. Ja, gut. Die Qualifikation hatte eine zu hohe Hürde parat. Da haben sich andere qualifiziert, die haben irgendwelche Schlangenfiguren gemacht. Ja, ich habe es auch gesehen, und aber fliegt ja jetzt direkt wieder raus. Ne? Ja, ist richtig, auch besser, ne? So. Hat bei Olympia nichts zu suchen. Welche Sportart würdest du bei Olympia gerne sehen, die noch nicht bei Olympia ist? War ja dieses Jahr schon vieles Exotisches in Anführungsstrichen dabei, oder? Cricket? Ja, Cricket ist in Los Angeles jetzt dabei. Ist dabei jetzt. Ja, okay. Kommt, ich glaube, zurück. Lacrosse kommt zurück. Oh, Boccia. Boccia, wobei das, ja gut, also ich meine, also was ich relativ geil fand, habe ich aber nur dann im Fernsehen gesehen, war BMX Race. Mhm. Das fand ich ganz geil. Ja, also, das war nicht schlecht. 3-3 Basketball. Ah, jetzt das nicht ging nur, ziemlich ab. Nicht nur aufgrund jetzt der Goldmedaille für Deutschland, aber schon recht kurzweilig, ne? Da habe ich mittags eine Session gesehen und da waren die Holländer mit dabei, die haben ja bei den Männern Olympiagold gewonnen. Und da hieß einer Worthy de Long, den Namen fand ich so überragend. Und einer hieß mit Nachnamen Van der Horst, aber ich habe den Vornamen vergessen. Quincy, glaube ich. Horst. Quincy Van der Horst. Kennst du hier diesen Lutz Van der Horst aus der Heute-Show? Überragender Typ. Das an der Stelle auch nochmal sagen. Nein, also es war sensationell, weil einige natürlich auch gefragt haben, wie war es eigentlich? Überwältigend. Es war deutlich besser, als ich gedacht hatte. Also ich hatte hohe Erwartungen und die wurden noch meilenweit übertroffen. Ja gut, ich kann es jetzt nur vom Fernsehen aus bewerten, aber kam die so Stimmung ganze, gut drüber, ja? Der ganze Rahmen, ne, so Beachvolleyball da direkt unterm Eiffelturm. Ja, war schon und geil. Was war da Theater? Was war im Theater? Fechten oder was? Ja. Da haben sie sich schon gut was überlegt. Ne? Klar, ich meine, die Eröffnungsfeier haben, glaube ich, fanden, glaube ich, nicht so viele Leute schlecht. Gab es zwar ein paar, aber hat schon, glaube ich, Maßstäbe gesetzt. Andererseits hast du natürlich auch bei der Bühne exzellente Voraussetzungen, ja, da, ja, muss sowas zu schaffen. Ne? Also, in Los Angeles wird es nicht ganz so viele historische Bauten geben, ja, würde ich jetzt mal schätzen. Mal gucken, ob sie irgendwas auf dem Hollywood Hills machen. Ja, Bungee-Jumping oder so. War ja jetzt schon, ne, mit Tom Cruise dann, mit diesen olympischen Ringen dann am Hollywood-Schriftzug. Aber die werden auf jeden Fall ordentlich reinhauen, die Amis. Die werden alles versuchen, damit es die größte Show aller Zeiten wird. Sagen wir so, die Latte liegt hoch jetzt, definitiv. Ja. Aber, ja. Man kann es vielleicht auch ganz anders machen und nicht so pompös, ist trotzdem gut. Ja, also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen. Es war echt überragend. Also wenn jemand von euch sagt, das interessiert mich mal zu Olympia zu fahren, überlegt nicht, macht's einfach. Also es ist sensationell und ich verstehe das, dass die Leute sagen, ja, das IOC und so und kommerziell, ja, aber das hat man vor Ort bei den Leuten nicht gemerkt. Da war eine richtig geile Stimmung, da waren Leute aus der ganzen Welt und alle wollten nur Sport gucken und eine gute Zeit haben und
Ja, damit, ist ja beim Fußball nicht anders mit UEFA. Damit wollte ich die passende Überleitung schaffen. So sieht es nämlich aus. War ja, glaube ich, bei den ganzen EM-Festen auch so, ja, dass die Städte organisieren durften und alle. Aber Gewinner. Da waren ja in der Regel immer nur Fans aus zwei Nationen an dem Tag dann jeweils da. Und das war halt schon geil, dass du von überall die Leute hattest. Und also, ich meine, ich bin ja zum Beispiel beim Handball schon überall gewesen gefühlt. Aber diese Stimmung war besser als in jeder Bundesliga-Halle, fand ich. Also ich fand es sensationell. Wie sensationell war das eigentlich jetzt gegen Aston Villa? Ich habe ja gehört, dass die Leute sehr zufrieden waren. Ja gut, ist sensationell. Da bin ich jetzt weit von entfernt, aber ich würde sagen, es war jetzt das beste Vorbereitungsspiel. Allerdings ja, war ja auch das einzige Spiel jetzt, wo wirklich auch alle zur Verfügung standen, dann auch zumindest auch mit ein bisschen Training in den Beinen. Also ist ja dann schwer, solche Spiele miteinander zu vergleichen. Wir hatten ja auch so ein 0 zu 4 da auf der Asien-Tour, da klappte ja irgendwie gar nichts. Da war ich relativ unzufrieden, habe ich hier auch geäußert. Ja, gut, aber nö, war eine solide Generalprobe, aber nicht mehr und nicht weniger. Ich meine, man hat ja jetzt den Vorteil, dass man nochmal testen kann sozusagen jetzt in dem DFB-Pokalspiel, weil hätte auch ein deutlich unangenehmerer Gegner sein können. Ja, klar, ich meine, was willst du da jetzt groß analysieren? Ne? Ob es jetzt 3-0, 6-0 oder 9-0 wird, ist glaube ich egal. Weiterkommen und ja, sich nicht blamieren, aber ich glaube, die Gefahr ist relativ gering. Fährst du hin? Nee, diesmal nicht. Ach. Kollegen Kors und Pino müssen das über die Bühne bringen. Aber Hamburg ist doch mit Strippchen hier, oder? Ja. Gutes Wetter angesagt. Oder? Stimmt das überhaupt? Ist gutes Wetter angesagt? Ich weiß, dass am Wochenende ist Tag der Kioske. Oder Nacht der Kioske in Dortmund. Okay. Ja gut, das ist natürlich ein Argument, hier zu bleiben. Ne? Das ist tatsächlich ein Argument, hier zu bleiben. Zurückfahren ist ja dann mit 18:30 und Verlängerung. Oder 18 Uhr. 18 Uhr ist Anstoß. Also da bist du dann, selbst wenn du dich beeilst, nicht vor 12, 1 Uhr mit dem Auto wieder hier. Nee, also, ist auch eine scheiß Strecke. Die Kollegen fahren ja auch Zug, von daher. Ist letztes Ferienwochenende. Ja. Auch kacke. Also mit Übernachtung und dann ganz entspannt zurück. Wie, da gönnen die sich eine Übernachtung? Da werden die garantiert am Abend noch einen heben. Schon nicht schlimm. Nee. Nee. Haben sie sich nach dem harten Trip... Irgendwas kann ja jeder, ne? Ja, genau. Haben sie sich nach dem harten Trip natürlich auch verdient. Die Saison geht auch gerade erst los. Naja. Hast du denn schon Bock und Vorfreude oder wie sieht's aus bei dir? Ja, doch. Also jetzt nicht so wie früher als Fan, ne, wo man das noch nicht beruflich gemacht hat. Da hat man dem Bundesliga-Start ja schon so ein bisschen entgegengefiebert. Aber jetzt war natürlich in diesem Jahr auch ein ziemlicher Overkill, was Champions League angeht. Und dann habe ich ja gerade gesagt, mit dem... dass es alles ein bisschen über den Haufen geworfen ist mit unserer Planung. Das ist natürlich dann schon nicht ganz ohne mit zwei Leuten bei der EM und dann auch mal frei zu machen. Also der Dirk ist ja jetzt gerade im wohlverdienten Urlaub, Jürgen ist gerade wieder da. Also es regelt sich gerade wieder so ein bisschen auf Null, aber war schon anstrengend, definitiv. Mhm. Dann wollen wir mal ein bisschen ins Detail gehen. Unser Thema der Woche sozusagen, würde ich gerne ein bisschen über die Situation rund um Niklas Süle sprechen. Ich fand das deswegen sehr interessant, weil es da ja jetzt eine öffentliche Äußerung von ihm dazu gab, wie es ihm ging und wie er das Ganze so erlebt hat. Weil wir haben natürlich da auch hier im Podcast drüber gesprochen und wir haben auch gesagt, dass man in der Verfassung nicht sein kann, wenn man Profisportler ist. So. Wie war denn deine Einschätzung zum damaligen Zeitpunkt? Hast du gesagt, das ist auch unprofessionell, so geht das nicht. Wie hast du das erlebt? Ja, vielleicht geht man nochmal einen Schritt weiter zurück, weil die Diskussion um Süle und Fitness gab es ja schon länger. Und das fand ich damals immer deutlich schon überzogen. Ich meine, die Berichterstattung, die tendenziöse, kommt ja dann immer eher aus einer bestimmten Ecke. Das muss man schon sagen. Nichtsdestotrotz ist es dann natürlich jetzt Anfang des Jahres in eine Richtung gegangen, glaube ich, die dann nicht mehr oder wo du nicht mehr den Mantel des Schweigens drüber hüllen konntest. Wir haben dann ja auch drüber berichtet, aber auch mit Vorlauf. Ne? Also wir haben uns dann natürlich informiert. Wir haben jetzt nicht mal eben so einen Schuss aus der Hüfte gemacht, wie du das bei anderen Themen vielleicht machst. Schreibst jetzt mal eben einen Text und der ist dann nach zwei Stunden fertig. Sondern ist da was? Ist das irgendwie mit einer Erkrankung zu tun? Hat er irgendwas? Depression? Was weiß ich? Gibt ja tausend Sachen theoretisch, die da vorliegen können. Und ja, es wurde, oder die Antwort war, dass nichts ist. Dann kannst du natürlich durchaus kritisieren und das ist dann, glaube ich, auch berechtigt, weil die Bilder sprachen ja für sich. Ich meine, da musst du nicht mehr viel reininterpretieren, dass er da irgendwie 15, 20 Kilo Übergewicht hatte. War, glaube ich, unübersehbar. Und das ist natürlich dann schon krass, wenn du Fußballprofi bist. Ich meine, du trainierst jeden Tag. Da musst du ja auch schon einiges in dich reinschaufeln.
Ja, das kann man wohl so sagen. Ich meine, er hat ja dann hinterher im Sommerurlaub, also Sommerurlaub war es ja für ihn dann gefühlt nicht, weil er sich hat fit machen lassen mit Koch und so weiter und vielen Trainingseinheiten. Also erstmal möchte ich an der Stelle loben, dass er das so angegangen ist. Weil es hätte auch viele gegeben, die gesagt haben, ach, ich habe ja hier einen dicken Vertrag und ist scheißegal und ich mache hier, was ich will und dann spiele ich halt nicht, ist mir auch wurscht. Ja? Ich kassiere ja ein paar Millionchen, aber er scheint ja dann auch einen großen Ehrgeiz zu haben und allen doch mal zeigen zu wollen, dass er doch in der Lage ist, ein sehr wichtiger Spieler zu sein für Borussia Dortmund. Und ich mag ihn schon als Typ, weil ich glaube, dass er relativ straight und geradeaus ist und nicht wie viele irgendwie auch um heißen Brei mal herumredet. Das gefällt mir eigentlich relativ gut. Wie nimmst du ihn als Typ wahr? Wie gefällt dir das oder gefällt dir vielleicht auch nicht, was er so äußert teilweise? Nein, ich glaube ja, was wir jetzt an dem Interview kritisieren. Ich meine, die Frage ist halt immer, wo kommt's her? Das ist natürlich jetzt alles reine Spekulation. Vor allem, weil er ja auch gesagt hat, es gab jetzt nicht den Anlass privat irgendwie, dass irgendwas gewesen wäre. Das darfst du ja dann nie beiseite schieben. Das kann man ja immer nur von außen beurteilen und du weißt ja nie, was bei den Leuten im Hintergrund ist, ob die jetzt 10 Millionen mehr verdienen oder nicht. Ne? Kann natürlich genauso irgendwer krank sein von der Familie oder ähnliches. Ansonsten nehme ich ihn so bei, ich mache ja viele Sachen so wie Flughafen, Training und so, eigentlich als recht introvertierten Typen war. Also er macht immer am Flughafen immer Kopf runter und dann schnell durch. So beim Training, wenn wir denn mal was gucken dürfen, wirkt er eigentlich immer recht lustig. Also jetzt schon ein sympathischer Typ. Also da gibt es jetzt nichts, was ich Schlechtes über ihn berichten könnte. Ich finde ja auch, dass er, wenn er gespielt hat, in der Regel immer ganz ordentlich gespielt hat. Also es war jetzt keine Situation, wo ich mich dran erinnere und denke, boah, der hat aber jetzt mal 10 Spiele hintereinander, wenn er auf dem Platz stand, dermaßen desolat gespielt, sondern er hat ja dann auch in unterschiedlichen Rollen gespielt. Er war mal Innenverteidiger, dann hat er auf der rechten Seite gespielt. Wir erinnern uns alle an diese phänomenale Grätsche im Champions-League-Spiel. Ja, also schön von der Linie gekratzt. Also er hat trotz eigentlich seiner körperlichen Verfassung, das muss man ja dann auch sagen, immer ordentlich Fußball gespielt. Das war ja sehr erstaunlich. Also da mag ich mir jetzt gar nicht ausmalen, im positiven Sinne natürlich, was passiert, wenn der jetzt fit in die Saison geht. Also da habe ich relativ hohe Erwartungen an Niklas Süle. Ja, absolut. Und das wäre dann vielleicht auch so noch die andere Seite der Medaille, dann jetzt erstmal abzuwarten, wie sich denn auch darstellt. Weil das, was jetzt passiert ist und diese Niklas Süle 2.0 Erneuerung ist ja aller Ehren wert. Er muss das natürlich jetzt auch noch mit sportlichen Argumenten ein bisschen unterfüttern. Das ist, glaube ich, auch klar. Hast du Zweifel daran? Nö, eigentlich nicht. Dafür ist er jetzt eigentlich zu lange im Geschäft. Die Frage ist halt nur, ne, wenn du einmal solche Probleme hattest, ne, ist die Gefahr dafür, dass das wiederkommt, ist auch jetzt reine Spekulation. Also will ich jetzt nichts rein interpretieren, aber ich glaube, die Gefahr besteht natürlich vielleicht irgendwie, aber jetzt aktuell sehe ich da jetzt erstmal keine Probleme und er wird auch auf seine Spielzeit kommen. Klar, hast du jetzt da 3 Innenverteidiger, alle auf ungefähr einem Niveau und Nico Schlotterbeck wird da wahrscheinlich jetzt erstmal gesetzt sein. Aber es geht ja auch mit 3 Innenverteidigern, das hat man ja dann beim Testspiel gegen Essen-Wille auch gesehen. Es geht mit 3 Innenverteidigern, es ginge auch theoretisch mit Niklas Süle vielleicht mal als Rechtsverteidiger. Klar, jetzt hat man Jan Couto geholt und der sollte eigentlich dann gesetzt sein. Der muss aber auch erstmal ein bisschen reinfinden. Für den ist das eine Umstellung, neue Kultur, neues Umfeld, neue Sprache und so weiter. Wobei das Letztere ist wahrscheinlich nicht das Problem. Da gab es ja auch einige, die hier durchgestartet sind und auch kein Deutsch gesprochen haben. Da mache ich mir eigentlich weniger Gedanken, aber ja. Reasson, der könnte vielleicht auch mal auf die linke Seite rücken, je nachdem. Und dann braucht man rechts eventuell auch nochmal einen Ersatz. Und ich finde, er kommt halt auch, ne, ein bisschen, hat neue Frisur schnittig und alles. Und also es wirkt wie ein richtiger Neustart bei ihm. Und ich würde aber gerne nochmal darüber sprechen, dieses Thema mentale Gesundheit. Sind wir da teilweise aus deiner Sicht, sind wir da zu hart manchmal mit der Kritik? Machen wir uns zu wenig Gedanken drüber? Weil man kann es natürlich auch aus Sicht eines Profisportlers nicht immer als, in Anführungsstrichen, bitte nicht falsch verstehen, als Ausrede hernehmen, als Erklärung sicherlich. Aber Leistungssport, da ist halt Druck. Ne? Nee, sehe ich genauso. Also es kommt natürlich dann auch auf den Ton an. Was bewertest du? Ne? Gehst du da persönlich herein oder bewertest du halt wegen der Leistung auf dem Platz? Dass da vielleicht auch nicht alle so entspannt mit umgehen. Einigen ist es egal. Das wird uns ja öfter mal gesagt, so Noten, das gucken wir uns gar nicht an.
Ich glaube, da gucken dann doch recht viele. Die Zahlen sagen was anderes. Was bekomme ich bei den Ruhrnachrichten? Was bekomme ich in der Bild? Was bekomme ich beim Kicker? Also ich glaube schon, dass das konsumiert wird. Und also es gab auch mal Spieler, die dann auch früher noch angerufen haben. Was habt ihr denn da wieder für eine Scheiße geschrieben? Kann man ja machen, ist ja alles gut. Ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Aber ich denke, solange es seriös bleibt einigermaßen und sich aufs Sportliche bezieht, gehört das, glaube ich, zum Leistungssport dann dazu. Ich meine, jetzt gab es heute ja nochmal die Pressekonferenz, wo Nuri Sahin auch gefragt wurde zu Niklas Süle, hat da sehr, sehr ausführlich zu geantwortet. Fand ich interessant, weil Süle hatte dann irgendwas gesagt in Richtung Titel und das war ja dann die PK zum DFB-Pokal und dann hat Sahin auch ein bisschen ausgeholt und hat gesagt, ja, dass die Verantwortlichen mit ihm gesprochen haben, dass er ein langes Gespräch geführt hat mit Niklas Süle und so weiter. Also was mir da auch gefällt, ist, dass sie eine ziemlich gute Kommunikation anscheinend untereinander haben. Also dass sie wirklich mit Süle richtig ins Gespräch gegangen sind und gesagt haben, pass mal auf, wenn du weiter beim BVB spielen willst, dann geht das so nicht weiter. Und er hat das aber auch eingesehen. Also es hätte ja auch so laufen können, dass er dann sagt, was wollt ihr denn von mir? Also es interessiert mich einfach nicht. Aber da finde ich eigentlich gut, dass sie, und das fällt mir übrigens seitdem Lars Ricken ja auch im Amt ist, also da dringt auch viel nicht mehr nach außen. Das fand ich auch sehr interessant. Also da hält man relativ dicht, finde ich. Und ja, diese Gespräche scheinen echt gefruchtet zu haben. Finde ich richtig gut. Ja, die Frage, die du dann stellen kannst, ist, wie war der Zustand davor? Das ist natürlich dann nur Spekulation, ob sie da vielleicht nicht so gut war. Ja, kann man ruhig mal thematisieren. Glaubst du, dass die Kommunikation vorher vielleicht ein Problemchen war, um es mal so auszudrücken? Ja, vielleicht kam er halt mit dem damaligen Trainer nicht so gut zurecht, soll es ja auch mal geben. Also ist ja nicht so, als wenn jetzt 30 Spieler da schreien, hurra, der Trainer ist mein bester Freund. Das ist, glaube ich, eine naive Vorstellung und das wird natürlich jetzt genauso sein. So gut, dass Nuri Sahin bisher moderiert, aber es wird jetzt auch die Phase kommen, wo dann Leute nicht im Kader stehen und nicht spielen. Und dann wird es natürlich dann erst interessant, wenn du das, wie du das moderierst und hinbekommst. Also bislang macht Sahin, was das angeht, eigentlich einen relativ souveränen Eindruck. Ja, habe ich auch den Eindruck gewonnen. Dass er das bisher, na, er ist ja natürlich auch ein kluges Köpfchen und wie er sich dann äußert in Pressekonferenzen und in Medienrunden, das ist absolut eloquent und auch fundiert. Von daher, da mache ich mir auch keine Sorgen, aber wie gerade gesagt, sobald es dann geht losgehen mit den Spielen, wenn du dann zwei, drei Spiele mal nicht so gut oder dann auch verlierst, wird der Druck natürlich dann auch kommen und dann sind die vielleicht alle nicht mehr so sehr entspannt. Es ging ja darum, dass Süle gesagt hat, so will natürlich gerne deutscher Meister werden, ist ja klar. Hä? Also schön klotzen und nicht kleckern. Und dann hat er gesagt, Sahin am Ende seiner Aussage zu dem Thema Süle und Titel, ist ja hier die PK zum DFB-Pokal und ja klar, wir wollen den DFB-Pokal gewinnen. Also da scheint entsprechend Selbstvertrauen vorhanden zu sein. Ja, aber das sollte, glaube ich, immer der Anspruch sein. Ne? Ich meine, ganz genau planen kannst du so einen Weg natürlich nie, aber der DFB-Pokal war ja mal so ein richtiger BVB-Wettbewerb bis vor ein paar Jahren und jetzt so die letzten zwei, drei Jahre eher nicht mehr so. Ne? Also da war dann schon immer Achtelfinale oder zweite Runde auch mal aus. Ob man es dann bis ins Finale schafft, ist dann immer dann auch so eine kleine Glücksgeschichte mit los und so weiter, aber also in den letzten Jahren hat man sich nicht mit Ruhm bekleckert, das kann man glaube ich sagen. Ja gut, letzte Saison in Stuttgart war natürlich desolat. Ja gut, in Stuttgart kann man natürlich auch verlieren, gerade wie die letzte Saison gespielt haben. Nur das waren ja beide Spieler, sowohl in der Bundesliga als auch im Pokal. Grausam. In der Bundesliga war richtig schlecht und da hatten sie Glück, dass sie nicht irgendwie 6 Tore kassiert haben. Und davor die Saison weiß ich nicht mehr und davor die Saison glaube ich... Pauli? Pauli, ne? Ja. Mit Marco Rose als Trainer. Ja, gut. Mal gucken, ob es wieder ein BVB-Wettbewerb wird. Planst du dann Berlin ein, ne? Also... Nicht, dass wir hier wieder so naiv durch die Saison gehen und denken, das wird nichts. Also Champions League war ich jetzt ja nicht mit, weil ich bin ja bei so Endspielen, ist immer so ein zweischneidiges Schwert oder immer so, das sind immer so große Spiele, ist mir dann fast schon immer zu viel ja, Trubel. Echt, ja? Weil wir ja auch hier jede Menge zu tun haben, deswegen habe ich dann lieber meine Ruhe und mache das von hier. Pokalfinale ist dann natürlich schon nochmal eine Nummer oder zwei Nummern unter dem Champions League-Finale, ja, das muss man sagen. Schon. Also da bist du dann dabei. Würde ich jetzt mal. Ich habe dich doch Hut da schon mal gesehen, dass du bist doch da schon mal unterwegs gewesen. Ja, natürlich. Ja. In den Jahren, wo der BVB viermal hintereinander, da war ich, glaube ich, entweder alle viermal oder dreimal. Aber hat ja auch nichts genutzt. Trotzdem nur einmal gewonnen. Vielleicht sollten wir überlegen, dass Florian Gröger auf gar keinen Fall zum DFB-Pokalfinale reist. Wenn es denn der Sache dient. Ja? Ja, kannst direkt live aus dem Kreuzviertel berichten. Ja. Wenn es sein muss. Ja.
Ja, machen wir das so. Florian Gröger wird im Mai 2025 live aus dem Kreuzviertel berichten. Ich suche ihm da einen netten Spot, vielleicht am Finkeplatz oder an der Möllerbrücke. Genau, beim Endspiel dann Leipzig gegen Sandhausen. Boah, gegen Sandhausen, ja, ich weiß nicht. Sind die Sandhäuser nicht abgestiegen in die dritte Liga? Sind die Spieler aber in der zweiten Liga? Dritte Liga. Ja, Kevin Kiska, da ist er informiert. Interessiert sich nämlich für Amateurfußball. Preußen Münster spielt jetzt in der zweiten Liga. Ja? Ja. Wie haben die ersten beiden Spiele überhaupt gespielt? Erstes Spiel verloren, zweites unentschieden. Okay. 0-0 gegen Hannover. Ich habe das null mitbekommen im ganzen Olympia-Wust. Hieß es auf einmal, Köln spielt gegen den HSV. Und ich dachte, was? Ja, ja, heute Zweitligastart. Okay, alles klar. Ja. Also, wir hatten über Niklas Süle gesprochen und Nuri Sahin auch. Und wir haben sehr, sehr viele Hörerfragen. Oder hast du noch ein Thema, was wir ein bisschen intensiver besprechen sollten? Also, wir haben ja diesen Sommer, glaube ich, so viele Themen wie selten zuvor. Also, es war schon immer drubbelig im Sommer, aber ich glaube, so extrem wie dieses Jahr könnt ihr mich jetzt nicht dran erinnern. Ach so, es gibt natürlich auch Wechsel. Beziehungsweise geplatzte Wechsel. Vielleicht sollten wir darüber sprechen. Ja? Gerne. Da sprechen wir noch mal kurz über Paris Brunner und Youssoufa Moukoko. Das haben wir zuletzt ja auch schon mal gemacht. Aber ich muss ganz ehrlich sein, und ich glaube, die Leute, die hier gut zuhören, die wissen das auch. Ich finde gut, dass Paris Brunner jetzt nicht mehr für Borussia Dortmund spielt. Ja, offiziell ist es ja noch nicht. Aber er hat zumindest gestern irgendwas bei Instagram, was nicht dem Phoenixsee entsprach, sondern irgendwas Mediterranerem. Von daher wird dieser Transfer jetzt in Kürze über die Bühne gehen und ja, würde ich auch sagen, gut so, dass das Kapitel jetzt beendet ist, weil das hat, glaube ich, alle nur noch genervt zum Schluss. Wir sollen übrigens Malik Harms grüßen. Ja, Grüße an Malik. Ja, haben wir jetzt hiermit erledigt. Mhm. Zum ersten Mal gefühlt schreibt er nämlich während der Aufnahme und das hat sich für ihn jetzt gelohnt. Mhm. Ja, schöne Grüße an Malik, der Girassi ja auch willkommen hieß. Nur da musste der nochmal zurück. Zumindest beim ersten. Ja, ja, beim zweiten nicht. Wo war er denn? Tja. Das geht eigentlich gar nicht. Malik, schreib doch mal, ob du im Urlaub warst. Aber bei Groß war er wieder da. Ja, bei Pascal Groß war er wieder da. Ja, okay. Also, Paris Brunner, noch nicht offiziell, wie du gerade gesagt hast, aber wird da nicht mehr für Borussia Dortmund spielen. Und warum mich das sozusagen erfreut, ist relativ simpel. Ich finde, wenn ein Spieler, der keine 5 Profispiele in seiner Karriere absolviert hat, ja, so viel Tamtam macht und es gibt hier Theater und da Theater und das ist ja nicht einmal passiert. Ich erinnere mich auch an die Nummer, wo die zu spät aus dem im Trainingslager in Malaga wieder ins Hotel gekommen sind. Okay, da kann ich noch das war jetzt, glaube ich, noch die deutlich kleinere Geschichte. So, ne? Dann ist er ja mal kurz suspendiert worden und so weiter. Und passiert da viel auf deinem Handy? Ich merke das schon. Nee, der Kollege Jürgen schreibt gerade zufällig zum Thema. Ach. Vermutlich erst morgen. Könnte aber eventuell heute noch. Also. Ja, auf jeden Fall ist er bald weg und spielt dann für den AS Monaco. Ja. Ja, mal gucken. Es war ja da auch im Gespräch, dass er direkt wieder ausgeliehen wird. Ja. Ja. Er ist halt ein Perspektivspieler. Und wir haben das hier schon oft genug besprochen. Ist er überhaupt talentiert genug, um es bei den Profis von Borussia Dortmund zu schaffen? Und da haben einige Zweifel geäußert. Ich weiß nicht, wie oft du ihn hast spielen sehen in der Jugend. Ich habe ihn ein paar Mal spielen sehen. Natürlich hat er da überragt, ist gar keine Frage. Aber ich hatte jetzt nie so das Gefühl, dass das einer ist, der dann in die Bundesliga kommt und irgendwie, wenn er so 22, 23 ist, 20 Saisontore schießt. Ja, das ist manchmal schwierig zu beurteilen, weil ich weiß nicht, ob die Leute dann vielleicht unterfordert sind teilweise. Aber also wir hatten auch schon einige Spieler, wo du es jetzt auch nicht gedacht hast. Weiß nicht, zum Beispiel Amos Pieper oder Luca Kilian, die dann in der U23 gespielt haben, da jetzt auch jetzt zwar gespielt haben, aber jetzt nicht, wo du sagst, das ist jetzt der mega Leistungsträger, aber der eine spielt jetzt bei Bremen, der andere bei Köln. Ja, das ist in Ordnung, bei Bremen und Köln zu spielen, aber bei Borussia Dortmund ist halt ein bisschen was anderes. Aber ne, ich meine, ist auch Bundesliga und ist ja dann auch ein Erfolg für den Verein. Du kannst jetzt ja natürlich nicht alle Spieler bei dir in der eigenen Mannschaft, in der ersten Mannschaft unterbringen. Bei Brunner, ja, also ich habe jetzt nicht mega viele Spiele gesehen. Einige, er hat natürlich viele Tore geschossen, aber was da auch schon aufgefallen ist, ist so seine Körpersprache, fand ich. Und die ist halt Fleckma. Schon... Fleckma ist das Wort, oder? Und die ist schon sehr, also die Buchse hängt immer sehr tief. Wenigstens hat er eine an, ja, nicht wie Leo. Du weißt, was ich damit sagen will. Also der findet sich schon selbst auch sehr gut. Und es ist natürlich jetzt die Frage, ob es nach dieser Geschichte, wo er suspendiert wurde damals, ob das dann
jetzt so ein bisschen der Denkzettel war, dass er dann bei den Profis nur noch sehr selten aufgeschlagen ist. Er hat ja, glaube ich, noch gar kein Profispiel, wenn ich mich recht erinnere. Jo. Ne? Und weil mit den Lorbeeren, die du da geholt hast, ne, ich meine, U17-Weltmeister, bester Spieler des Turniers, da denkst du ja schon, dass er zumindest mal den einen oder anderen Einsatz hat. Ob das jetzt bewusst so war, weil er den Vertrag dann auch nicht unterschrieben hat, ne, lassen wir ihn mal ein bisschen an der langen Leine, oder hat es halt wirklich nicht gereicht. Also wenn er so überragend gewesen wäre, glaube ich, dann wäre er da mal aufgetaucht. Und es haben dann solche Spieler wie Kjell Wädchen oder Cole Campbell jetzt auch ihn ja da auch überholt, muss man sagen, die ja da vom Typ her auch deutlich ruhiger sind. Gerade Wädchen ist ja ein sehr introvertierter Typ, ist ja genau im Prinzip das Gegenteil von ihm. Ja, und was im Hintergrund gelaufen ist mit dem Vater, das haben wir natürlich auch gehört, mit irgendwelchen Forderungen, die dann völlig überzogen waren, und was dann auch alles so ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist. Gehört wahrscheinlich so ein bisschen heutzutage dazu, so ein bisschen Tamtam im Hintergrund. Aber das zieht sich ja jetzt schon über ein Jahr oder noch länger hin. Und dann muss man dann irgendwann sagen, dann geht's halt nicht weiter und dann nimmt man halt das Geld mit. Wobei ich jetzt die 4 Millionen, die jetzt im Raum stehen, fast noch ein bisschen wenig finde. Aber gut, andererseits noch ohne Profispiel. Also 4 Millionen für einen, der noch nie bei den Profis gespielt hat, würde ich sagen, danke, tschüss. Also danke für nix an der Stelle. Ja, so wird's ja. Das klingt jetzt hart von meiner Seite aus, aber du hast jetzt gerade das Wort Tamtam in den Mund genommen und dass das vielleicht ein bisschen dazugehört. Dieses Tamtam, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Mhm. Der soll Fußball spielen und mit 18 muss man auch noch ein bisschen demütig sein im Leben. Und ja, ich mag eine gesunde Form von Selbstvertrauen. Ich meine, wir haben beispielsweise bei einem Spieler wie Zlatan Ibrahimovic gesehen, dass man sehr gesundes Selbstvertrauen haben kann. Der konnte sich das sportlich aber erlauben. Ja, ja, so, das war einfach ein absoluter Weltklasse-Spieler, der eine Generation geprägt hat. Dann ist das was anderes, und der hat es ja auch oft mit sehr viel Humor betrieben. Das muss man ja auch dazu sagen. Natürlich immer so mit einer Suffisanz, und dass er es ja auch eigentlich ernst meint, aber trotzdem. Aber er hat sich als Marke da etabliert, ja, definitiv. Ja, ne? Genau, das ist auf jeden Fall so. So, Paris Brunner hat, wie gesagt, noch kein Spiel bei den Profis absolviert, und du hast es gerade, glaube ich, gut erklärt, wenn er so gut wäre, so überragend, so mega stark auch, dann hätte er sich mal aufgedrängt in der Phase, wo bei Borussia Dortmund vielleicht offensiv auch nicht so viel ging. Dann hätte man ihm mal 10, 15 Minuten Spielzeit irgendwie in einem Bundesligaspiel gegeben oder vielleicht in einem Spiel, wo man auch mal führte, gesagt, okay, dann werfen wir ihn jetzt mal rein, dann soll er mal ein paar Minuten spielen und dann ist alles in Ordnung, so, damit er so mal reinkommt. Und das hat man nicht gemacht, das ist sehr erstaunlich. Selbst Wädchen hat ja dann noch gespielt in einem Spiel, und da sieht man einfach mal den Unterschied. Und das finde ich gut. Wädchen ist natürlich ein ganz spezieller Fall. Ja? Also da glauben ja ganz viele, dass er auch absolut durchstarten wird irgendwann und charakterlich anscheinend auch komplett einwandfrei, und die Geschichte auch bei den Minis irgendwie angefangen, so ungefähr. Er ist natürlich nochmal sehr speziell, aber trotzdem. Und bei Youssoufa Moukoko, um da direkt dann das Thema auf den anderen Spieler zu lenken, ist die Situation nicht ganz so extrem, wie ich finde, wie bei Paris Brunner. Ich kann mich aber noch gut erinnern, da war ich auch mal bei einem U17-Spiel, glaube ich, in der Roten Erde. Da war der Hype natürlich um Youssoufa Moukoko schon unendlich groß. Der hat aus meiner Sicht in der Jugend noch mal deutlich besser performt als Paris Brunner. Der hat Tore geschossen, ohne Ende. Und ja, da gab es immer die Diskussion, wie alt ist er nun wirklich. Aber er hat halt auch Leistung gebracht. Das ist ja nun mal Fakt. Also er hat ja wirklich alles in Grund und Boden geschossen in der Jugend. So. Er hat auch im Erwachsenenbereich beim BVB gute Spiele gemacht. Da, glaube ich, fehlt es am Ende aber auch ein bisschen, weil er ist so eine Art, ich will nicht sagen Hybridspieler, er ist kein richtiger Neuner, er kann natürlich auch nicht richtig auf der 10 spielen, weil er kein Spielmacher ist, er ist etwas schmächtig auch. Und was ist jetzt die Frage? Ja, lass mich doch mal gerade ausholen. Lass mich doch mal gerade ausholen. Die Frage ist, wie ist denn jetzt nun bei ihm die Lage wirklich? Ja, sehr verfahren, würde ich sagen. Also ich kenne ja Youssoufa jetzt auch nicht mega gut persönlich, aber ich begleite ihn ja im Prinzip schon irgendwie seit Anfang an und habe auch hin und wieder mal dann mit ihm gesprochen. Deswegen, also die Aussagen seines Beraters, das ist immer die Frage. Ne? Also ich glaube nicht, dass es von ihm selber kommt, weil dafür ist er eigentlich zu ein netter Typ. Das ist schon, wirkt schon so ein bisschen wie fremdgesteuert. Das war ja bei den Vertragsverhandlungen damals auch schon so. Das war ja auch so ein Drama in 7 Akten, bis das dann mal zum Abschluss kam. Und so scheint es jetzt auch zu sein, dass das alles so von oben so ein bisschen gesteuert ist. Und ja, so wie es jetzt auch zurzeit aussieht, haben sie sich ja ziemlich verkalkuliert mit den Aussagen, ne? Nach dem Motto, ne? Versprechungen gemacht und nicht eingehalten. Dann haben wir jetzt ja die Auswahl, wo wir hingehen.
ist jetzt anscheinend nicht so. Und die Vereine, die da jetzt im Rennen sind, boah, ist jetzt auch irgendwie so europäisches Mittelmaß oder ein bisschen drunter. Vielleicht ist das halt auch das Level, wo er hingehört. Vielleicht vorerst, ne? Das kann ja auch alles noch in die andere Richtung gehen. Dafür ist er natürlich noch viel zu jung. Aber ja, so wie das jetzt gelaufen ist und wie die Perspektive eigentlich war damals und ja, wie du es gerade schon gesagt hast, diese Altersgeschichte begleitet ihn ja schon immer und ist natürlich auch ein super nerviges Thema. Also der hat ja, glaube ich, medial schon so viel durchgemacht wie andere Leute. Oder da brauchst du mehrere Spieler für. Und er kann ja auch am wenigsten dafür, für diese ganze Diskussion. Ja, andererseits muss man natürlich sagen, dass es sportlich jetzt auch nie so druckvoll und gut war, dass du gesagt hast, jo, das ist jetzt einer, den ich mir auch als Stürmer Nummer 1 vorstellen konnte. Er hatte mal so ein, zwei Phasen, wo es dann mal wirklich ganz gut war, wo er auch ein paar Tore geschossen hat, aber ja, so richtig dieser viel beschworene Durchbruch ist dann noch nicht gelungen. Klar wurde in ihm dann auch immer Stürmer vor die Nase gesetzt, ne? Gerade Modest oder so war natürlich schon gut. Das war damals mit Haller, das war alles schwierig, glaube ich, und in der Situation auch nicht planbar natürlich. Dann natürlich jetzt Guirassy, Bayer, davor Füllkrug. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, ne? Also wenn er besser, ein bisschen besser gespielt hätte, wäre es vielleicht auch anders gelaufen, aber so wie es jetzt aussieht, ist da, glaube ich, keine Basis mehr für eine vernünftige Zusammenarbeit da. Im Gegensatz zu Brunner tut er mir ein bisschen leid. Ja, also ich habe ihn nicht so oft gesehen wie du, nicht im Ansatz, aber er hat immer einen, ja, durchaus vernünftigen Eindruck gemacht. Das finde ich auch. Und ja, ist ja ein sehr herzlicher Typ, ja, und so, grüßt immer, das machen auch beileibe nicht alle. Ja, also mir tut es auch definitiv ein bisschen leid, wobei das natürlich im Profigeschäft, dann kannst du dir auch nicht viel verkaufen. Aber also er wird es finanziell auf jeden Fall verkraften, ja. Ja, das ist nicht das Problem. Aber es war ja eigentlich alles so, wenn du jetzt auf diese ganze Gemengelage guckst, war ja eigentlich alles bereitet dafür, dass der hier durchstartet und hier eine Ära von mir aus prägt und hier über 10 Jahre auch seine Tore schießt. Ich glaube, das wäre dem Verein sehr recht gewesen und ich glaube, das wäre auch Youssoufa Moukoko sehr recht gewesen. Jetzt ist er in einer verfahrenen Situation, so hast du es ausgedrückt, und ich finde, dass er ja eine gute Phase hatte, gerade in der ersten Saisonhälfte 22/23, da ist er dann auch mit nach Katar zur Weltmeisterschaft gefahren und dann hatte man das Gefühl, jetzt kann er so richtig durchstarten, und das hat halt nicht funktioniert und das ist halt, ja, ist echt schade, finde ich. Ich glaube, er hat schon gute Ansätze, aber die Frage ist, was kann er wirklich auf einem überragend guten Niveau, hat natürlich einen absoluten Torinstinkt, das muss man schon sagen, aber hat er jetzt zum Beispiel einen Hammerschuss, ja, also mit, weiß ich nicht, unfassbar viel Power, finde ich nicht. Kopfballspiel ist für seine Größe relativ solide, finde ich in Ordnung, aber ist halt auch nicht Top-Level. So. Körperlich habe ich eben schon gesagt, er ist eher der schmächtige Typ, er ist dafür aber auch nicht mega wendig. So, ja, ich finde, also ein Abschluss hat er, also ein Torriecher, er steht dann schon so, wenn er den Ball kriegt, dann steht er da, wo er stehen muss, und der Abschluss ist auch gut, ne? Er versucht dann halt noch manchmal so, wie er es in der U17 und in der U19 geklappt hat. Mit Haken und noch einen Haken, noch einen Haken, noch einen Haken. Das hat damals immer geklappt. Er hätte auch noch, da hätten auch noch 10 Spieler kommen können, das hätte auch funktioniert. Aber jetzt fährt er da halt beim dritten Mal dann einer in eine Parade und dann liegst du da, ob es jetzt faul war oder nicht, aber du kommst auf jeden Fall nicht vorbei. Was glaubst du, wie das endet? Wird es eine Leihe oder kann man den direkt verkaufen? Ich denke mal, also bei den Vereinen, die da jetzt genannt werden, ist, glaube ich, fehlt, glaube ich, ein bisschen die Fantasie, dass das direkt klappt mit bei den finanziellen Verhältnissen. Ich meine, Ablöse von 15 bis 20 Millionen ist, glaube ich, realistisch bei der Vertragslaufzeit und dem Alter. Auch wenn er jetzt nicht in der absolut besten Form seines Lebens ist aktuell. Und ja, Gehalt natürlich, klar. Das wird er hier verdienen, 6, 7 Millionen. Das ist schon ordentlich. Ne? Also das ist dann bei, ne, Rennes, Genua, Marseille jetzt wahrscheinlich nicht. Lille, die sind, glaube ich, noch in der Champions-League-Qualifikation oder nicht. Weiß ich gar nicht. Da war jetzt eine Runde. War das nur Hin- oder schon Rückspiel? Ich glaube, war schon Rückspiel, ne? Gucken wir nochmal nach. Also die Sache ist, die können ja nicht in Lille gespielt haben, weil da war gerade Handball und Basketball bei Olympia. Das war übrigens relativ geil gemacht, muss ich sagen, weil ich eigentlich das nicht mag, wenn das in so einem großen Stadion gespielt wird. Aber ist auch egal. Das haben sie gut gelöst. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Champions-League-Qualifikation. Spieltag. Da ist doch hier in dieser App, die ich gerade nutze, ich nenne sie nicht, aber es ist auf jeden Fall ein weißes K auf rotem Hintergrund. Eines Fachmagazins unwürdig, absolut. Da ist nämlich noch die letzte Champions-League-Saison drin. Naja, ist auch egal. Jedenfalls, es wird wahrscheinlich eine Leihe mit einer Kaufoption. Darauf kommen wir Kaufoption, einigen. Kaufpflicht. Also ich glaube, bei Marseille, was wir jetzt gehört haben, wollte der BVB irgendwie dann eine Kauf...
Verpflichtung nach 10 Einsätzen und Marseille wollte nach 20. 10 ist natürlich dann auch im Prinzip, also eine Kaufpflicht auf 10 wird er wohl kommen, ne? Außer er reißt sich das Kreuzband oder so. Ganz ehrlich, das mit den 20 Einsätzen hätte ich aber gemacht. Die spielen dann noch einen Pokal, die haben eine Liga mit 20 Mannschaften, da wird er schon auf 20 Spiele kommen. Ja, aber es ging auch um die anderen Parameter. Also sie wollten erst gar keine Leihgebühr zahlen und im zweiten Anlauf dann 500.000. Und Kaufoption oder Verpflichtung war dann irgendwas um 10. Also ja, hätte ich auch nie gemacht. Na ja, gut, okay. Wenn da so viele Parameter mit drin sind, dann ist das vielleicht besser. So, dann kommen wir mal zu den Hörerfragen. Nachdem wir über die beiden Spieler gesprochen haben, die in der kommenden Saison nicht mehr für den BVB spielen werden. Was ist das denn? Die polnischen Leaks bzw. Doping zeigen ein Problem im Fußball auf. Keine regelmäßigen Kontrollen wie in anderen Sportarten. Vertuschung bei Promis wie Lewandowski. Negierung des Problems Doping in Teamsportarten. Wie ist eure Meinung dazu? Ich habe das mit Lewandowski gar nicht so richtig mitbekommen. Der soll gedopt haben. Hast du das gelesen? Ja, aber auch nur oberflächlich. Also ob das jetzt aber wirklich real war oder ob das irgendwie gefaked wurde, weiß ich nicht. Also es gibt ja irgendwie von, weiß ich nicht, 2022 gab es wohl irgendeine Dopingprobe, die irgendwelche erhöhten Werte gezeigt haben soll. Mhm. Also da bewegen wir uns jetzt auf ganz dünnem Eis. Und dass dann dem BVB dadurch eine Meisterschaft geklaut wurde. Mhm. Ja. Ja, eine Meisterschaft geklaut. Er hat natürlich damals sehr viele Buden geschossen, mhm, das kann man schon so sagen. Ja. Zeigt das Beispiel Mokoko nicht auch exemplarisch gewisse Fehlentwicklungen der Vergangenheit auf? Zu früh, zu hohes Gehalt und zu lange Vertragslaufzeit in der Hoffnung auf eine hohe Ablöse in der Zukunft. Naja, kommt dann drauf an. Ich meine, wenn der BVB jetzt 20 Millionen für ihn kriegt, wäre es ja okay. Ja. Also... dann hat man alles richtig gemacht. Ich finde immer noch den Brunner-Deal am besten. Wie gesagt, kein Spiel bei den Profis und es bringt ein paar Millionchen. Dir sind es zu wenig, aber ich finde am Ende, mein Gott, man hat den hier ausgebildet, da hat er ja kein Millionengehalt bekommen. So. Nein, nicht. Immer noch ein Fördervertrag. Also das ist, naja. Das sind noch Peanuts. Hast du auch einen Fördervertrag hier? Ja, seit Jahren. Sehr gut. Vom Land NRW gefördert oder ja, direkt genau. Vom Bund? Sportland NRW. Sportland NRW. Ja gut, wir haben 2036 haben wir Olympia hier in Nordrhein-Westfalen. Höchstwahrscheinlich, ja. Wärst du für NRW oder sagst du eine andere Stadt in Deutschland? Ja, NRW ist ja keine Stadt. Ja, ja, habe ich mich jetzt noch nicht drüber so richtig, aber per se wäre das schon ganz cool. Die Frage ist halt immer, was hängt da dran und was investierst du dafür und wo wird normalerweise... so jetzt im Alltag gespart. Das ist ja immer so zweischneidig dann. Ne? Da einerseits wird rausgebuttert oder reingebuttert und andererseits wird geknausert. Die haben jetzt in Paris, in Saint-Denis, war das olympische Dorf, da war ich auch einen Tag kurz und da muss ich sagen, da ist quasi ein komplett neuer Stadtteil entstanden. Also die haben den Sumpf, der da war sozusagen, die waren relativ unzufrieden mit diesem Stadtteil. Eine mega geile neue U-Bahn-Station, U-Bahn verlängert. Und das olympische Dorf, ja, da werden jetzt Wohnungen draus. Und das ist tipptopp. Also ja, ich glaube, das ist ja, glaube ich, das muss ja auch so sein, dass das nicht wie bei irgendwelchen Weltmeisterschaften, wo jetzt das Stadion schon zugewachsen ist. Ja. Also das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Aber ja, ist der Haushalt der Regierung jetzt schon verabschiedet? Da gibt es ja auch jetzt seit Monaten Theater mit auch Kürzungen, was Schulen angeht und so. Und das finde ich dann schon immer schwierig, wenn sowas dann... da um jeden Euro gefalscht wird und andererseits hauen wir mal raus. Ich glaube, wir haben genug Geld, wir investieren es nur falsch. So wird es sein, ja. Ja. Können wir uns darauf einigen? Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt kommt eine kritische Frage. Ich weiß nicht, ob du sie schon wahrgenommen hast. Mhm. Ich denke, ja. Da morgen ja nun Florian da ist und er laut Dirks Erzählung für die Überschriften zuständig ist, auf diesem Weg etwas off-topic. Seit geraumer Zeit sind die Online-Überschriften reines Clickbaiting. Warum? Wieso macht man es nicht besser als der Boulevard? Jetzt bin ich gespannt. Also, dass ich alle Überschriften mache, ist ja nun auch dann etwas übertrieben. Ich würde mal sagen, so zwei Drittel. Mhm. Ja, dieser Clickbait-Vorwurf ist ja schon sehr populistisch, ne? Also, der kommt ja mal gerne. Man kann sich natürlich bei einigen Überschriften sicherlich streiten. Wir machen das ja auch bei einigen Sachen, dass wir da diskutieren, was schreiben wir da jetzt drüber, also gerade bei etwas wichtigeren Sachen oder Sachen, die polarisieren auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, sagen, dass wir
da zumindest seriös sind, dass wir nichts versprechen durch die Überschrift, was wir dann im Artikel nicht auflösen. Mhm. Da sehe ich dann schon nochmal einen Unterschied, was jetzt zu anderen Portalen wie Der Westen und Konsorten, wir haben ja auch sowas mit Ruhr 24, wo ich manchmal auch denke, würden wir jetzt nicht so machen. Da ist natürlich auch der Grat schmal, das will ich gar nicht bestreiten. Aber da jetzt so eine pauschale Geschichte draus zu machen, dass die Tendenz dahin geht, nee. Also, das ist vielleicht mal mehr, mal weniger so. Und das lässt du nicht mit dir machen. Ja, wenn es so eine Kritik ist, die ist ja völlig sachlich, das ist ja okay. Also, da haben wir ja schon andere Sachen. Wären wir auch schon mit anderen Sachen konfrontiert. Ich kann übrigens die Frage von Ferdi nicht vorlesen, weil Kevin ja nun heute nicht da ist. Der war wohl mit Fremdmikro unterwegs am Wochenende, ha? Inwiefern? Ja, steht hier. Der hatte neben dem RN-Mikro auch noch ein anderes. Ja. Von Sport1. Ja gut, aber das ist ja tagtäglich so, dass einer gerne auch mal drei Mikros hält, weil wenn er so voll ist, dann passen da auch nicht alle hin vor die Kamera. Ja. Also. Dann machen wir weiter mit der Frage von Sascha. Das ist natürlich sehr nett. Wird Coulibaly noch verkauft? Habt ihr da was gehört? Letztes Jahr hätte es für ihn ja fast eine Menge Ablöse gegeben. Ja, ich gehe jetzt mal davon aus, allerdings ist es jetzt die letzten Wochen da auch ziemlich ruhig geworden. Es hieß ja dann vor der Asienreise, wo er auch nicht dabei war, allerdings offiziell aus Verletzungsgründen. Da soll ja Betis Sevilla großes Interesse gezeigt haben, aber daraus ist da nichts geworden, weil die Asienreise ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Also ich denke, dass da beide Parteien darum bemüht sind, dass das noch bis Ende August was wird. Und ja, auch da kann man sicherlich... Ja, jetzt vielleicht nicht 10 Millionen Ablöse, aber schon so 4-5, glaube ich, ist realistisch. Gehaltsmäßig das, glaube ich, zu vernachlässigen, was man dann spart. Aber mit der Ablöse kann man dann sicherlich so in der letzten Woche vielleicht dann auch nochmal... Linksverteidiger kaufen? So ein kleines Leihgeschäft, klar. So Verteidiger wäre natürlich Außenverteidiger oder zentrales Mittelfeld, wenn Giovanni Reyna noch gehen sollte. Könnte ich mir schon durchaus vorstellen. Ja, das hat ein Quickfire für dich und zwar mit Angaben in Prozent bitte nur. Also ganz schnelle Antworten. Ja. Folgende Spieler, stehen die noch im Kader mit Saisonbeginn? Donny Malen. 70. Moukoko. Was ist der Saisonbeginn? Ist der Samstag jetzt oder nächste Woche? Sagen wir mal 31.8. Okay, also Moukoko noch da ist. Ja. 20. Allaire. 40. Özcan. 60. Verpflichtung Linksverteidiger. 35. Veränderung Führungsetage in Klammern Rauswurf. Bis Saisonstart? Mhm. 0,5. Bayer startet in der Saison öfter als Adeyemi. 50. Süle startet öfter als Anton. 50. Can macht mehr als 20 Spiele von Beginn an. 51. Und der BVB holt mindestens einen Titel. Du lässt dir da aber viel offen, hä? Da würde ich jetzt eine klarere Antwort haben. Bei Can? Nein, beim BVB holt mindestens einen Titel. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist? 20. Oh, okay. Wann gibt es eigentlich die obligatorische Bilanzpressekonferenz und wird Aki Watzke diese präsentieren oder Lars Ricken? Also ich weiß nicht, wann wir jetzt hier mit rausgehen, ob Donnerstagabend oder Freitagvormittag. Die Bilanzpressekonferenz ist auf jeden Fall am Freitag um 11.30 Uhr mit Watzke und Tress. Ja, da war noch nie der sportliche Leiter mit dabei, oder? Was ist denn das für eine scheiß Frage? Ja, das hast du jetzt gesagt. Nein, das hast du jetzt gesagt. Nein. Dann geht's weiter im Text. Und zwar war da eine gute Frage zu Nuri Sahin. Wo ist hin? Man sah bereits gegen Aston Villa, warum Sahin groß unbedingt wollte. Man hat seinen Wert direkt gesehen. Der Typ hat eine Pferdelunge. Ein Blick in die Statistik gab ihm recht. Er war der laufstärkste Spieler der gesamten Premier League letzte Saison. Wird er ein Gamechanger? Also alle schwärmen von ihm. Also was ich bisher gesehen habe, war ich auch recht angetan. Aber da würde ich auch erstmal nochmal 5 bis 10 Spiele ins Land ziehen lassen. Ja, also was läuferisch, glaube ich, angeht, der hat ja auch damals diesen, hat ja im Sommer jetzt beim
Bösemann irgendwas Lauf mitgemacht und hat er auch gewonnen mit, weiß nicht, Schnitt 4, irgendwas bei 8 Kilometern, also das ist schon ordentlich. Ja, Nurishan auch bei der PK heute sehr lobende Worte für ihn gefunden, dass er genau der Typ wäre, der noch gefehlt hätte. Ja, ich bin gespannt. Also die Perspektive ist gut, eigentlich bei allen Einkäufen. Kann man jetzt, glaube ich, nicht so viel Kritik üben. Klar, muss ein bisschen abwarten. Jetzt gerade im Sturm, Bayer so spät gekommen, Gerasino verletzt. Also so, was das Thema Integration angeht, wird das jetzt nicht von heute auf morgen fluppen. Gerade bei Gerasi, wir hatten ja auch das Problem bei Füllkrug, dass da auch es gedauert hat, bis er eingebunden war, gerade mit Flanken und so. Bei Modest hat man das Thema, dass das irgendwie dann gar nicht geklappt hat. Vielleicht danach an der Qualität von Modest. Vielleicht ein bisschen. Also das ist sicherlich nicht optimal, aber ja, ich glaube, dafür zocken die alle zu gut, also dass nicht das überbrückt werden könnte. Und ja, Kuto auch gute Ansätze, glaube ich, gegen Aston Villa. Ist natürlich auch noch ein junger Spieler. Allerdings auch schon eine Menge Erfahrung. Und ja, gut, Anton, wollen wir, glaube ich, keine großen Sorgen haben hinten drin. Gerasi, vielleicht so kleine Zweifel. Das war ja jetzt bisher so die einzige Saison, wo er richtig performt hat, aber ich glaube, da jetzt direkt Zweifel reinzuwerfen, wäre jetzt auch unnötig. Also ich glaube, da sollte man positiv rangehen. Für den Kurs, den man den bekommen hat, ist ja, glaube ich, alles auch finanziell jetzt nichts, wo man sich jetzt unheimlich weit aus dem Fenster gelehnt hätte. Wir haben übrigens bislang nicht über die Neuverpflichtung von Maxi Bayer gesprochen. Deswegen vielleicht noch 2-3 Sätze dazu. Ich fand den schon seit Monaten echt richtig gut. Also nicht erst die letzten Wochen fand ich, dass das ein Spieler war, der für Borussia Dortmund äußerst interessant ist. Vor allem ist der erst Flo Trink gerade, übrigens für alle, die es nicht sehen, sondern nur hören. Und da finde ich, dass Bayer, der hat ja vor allem eine Perspektive aufgrund seines Alters. Der ist jetzt nicht 25, 26, 27, wobei du da auch immer noch eine Perspektive hast, aber ist ein sehr junger Spieler. Und das finde ich ganz gut. Der macht auch einen netten, lustigen Eindruck und scheint ja Borussia Dortmund auch generell zu mögen. Von daher ist das sicherlich eine nette Nummer. Ich weiß nicht, ob er in BVB-Bettwäsche geschlafen hat früher, aber ansonsten ja. Also guter Tausch, glaube ich, auch finanziell. Dass man Füllkrug natürlich für so viel Kohle abgeben musste dann letztlich. Und es gab ja auch letzte Saison oder vergangene Saison schon viele Diskussionen, ob Füllkrug dann wirklich so gut ist, wie er manchmal gemacht wurde. Da liegt die Wahrheit irgendwie auch in der Mitte. Aber ich denke, jetzt in dem Gesamtpaket, konntest du da nicht Nein sagen? Nein, konntest auch nicht mit dem Wissen Nein sagen, dass du dann schon bei Maxi Bayer sehr gute Karten hast. Ja, das ist ja 10 Jahre jünger. Im Hintergrund auch schon alles so ein bisschen vorgeplant. Ist ja nicht so, als wenn man da jetzt völlig blind reingegangen wäre und dann du, der Niklas, geht jetzt, wolltest du mal kommen? Ich glaube, dass das schon auch Wochen vorher schon mal vorgefühlt wurde, weil die Gerüchte um Füllkrug gab es ja jetzt auch schon länger. Das war ja erst AC Mailand. Er hat sich aber da eben auch in eine gute Position gebracht mit seinen Einsätzen. Ja. Hätte man das Tor gegen die Schweiz nicht gemacht, dann hätten sie gewonnen. Dann wären sie Europameister geworden? Mindestens. Ja, also ist Niklas Füllkrug eigentlich schuld. Ja, eben. Nicht Kukarea oder der Schiedsrichter. Ja. Nee, also alle Transfers mit Hand und Fuß. Jetzt müssen sie es nur noch zeigen. Christian hat eine interessante Frage. Ich beobachte die U23 seit ein paar Jahren und meine Feststellung ist, dass eigentlich keine Stammkraft es zu den Profis geschafft hat, sondern eher U19-Spieler einen Profivertrag bekommen haben. Scheint nicht das Vorrangige Ziel zu sein, U23-Spieler dahin zu entwickeln? Tja, die Diskussion haben wir auch schon einige Male geführt. Der Unterschied ist halt dann schon immens. Und wenn du nicht mit 18 schon ein Megatalent bist, das eigentlich fast schon direkt in der ersten Liga durchstarten kann, dann wird es extrem schwer. Ja, also normal gehst du direkt durch, trainierst dann oben mit und spielst natürlich dann von mir aus auch nochmal ein paar Mal in der U23. Aber hat in den vergangenen Jahren nicht so wirklich geklappt. Gerade letztes Jahr war ja auch dann immer die Rede von, ja, Pohlmann, wie gut er ist, und Papadopoulos, wie gut er ist. Und er wird noch wichtig. Ja, können wir ja mal gucken, wie viele Einsatzzeiten dann dabei rumgekommen sind. Ein oder zwei Einwechslungen. Ist dann natürlich auch schwierig, solche Leute ranzuführen, wenn es in jedem Spiel halt um was geht. Du hast ja wenig Spiele, wo du dann sagen kannst, ja komm, das war jetzt beim BVB die letzten 3-4 in der Bundesliga, wo es dann um nichts mehr ging. Ja, und die U23 natürlich per se ein Thema für sich. Ne? Also da wird ja auch mittlerweile sehr viel extern zugekauft und die Leute, die aus der U19 kommen, haben da auch nicht ganz so viel Spielzeit, würde ich mal sagen.
Ist dann immer die Frage, was du willst. Ne? Du willst unbedingt in der dritten Liga bleiben, willst aber auch ausbilden. Das ist dann so eine Sache, was nicht so ganz klappt aktuell. Ich wollte jetzt zur U23 am Wochenende, spielt die einfach nicht. Nee, ist ja DFB-Pokal. Ja, soll das denn? Na gut, war aber auch noch nie anders. Ne? Ja, nervt mich trotzdem. Dieses Wochenende hätte ich Zeit gehabt. Aber die spielen morgen gegen Preußen Münster. Und ja. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit musst du dich durch die Hecke schleichen. Ja, wo spielen die denn? In Brakel? Ich glaube in Brakel, ja. 4x30 Minuten. Ich könnte einfach mit dem Hubschrauber die ganze Zeit über den Platz fliegen. Wäre auch eine Geschichte dann. Du würdest die schreiben, aber hinter der Bezahlschranke, ne? Absolut. Klar. Ja. Geheimtest. Geheimtest. Hier schreibt Nelson aus Kuba, oh, der, glaube ich, Google Translate benutzt hat. Ich versuche es mal wieder ins Reine zu bringen. Mhm. Erstmal Grüße nach Kuba, schön, dass uns da auch zugehört wird. Am Ende möchte er eigentlich mehr oder weniger wissen, ob Nuri Sahin viel Dreierkette spielen wird. Damit Süle, Anton und Schlotterbeck gleichzeitig spielen. Obwohl man ja eigentlich, man muss ja auch immer aufpassen, wenn dann einer mal verletzt ist, sagen wir mal, du stellst jetzt auf Dreierkette um und sagst, ja, das ist mein System. Du hast aber nur drei Innenverteidiger, Gelbsperre, rote Karte, Verletzung, zack, ist eh nichts wert. Ja, also sieht jetzt nicht danach aus. Also gespielt wurde das in der Vorbereitung kein einziges Mal. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt die Stammformation wird, ist, glaube ich, nahe bei 0%. Das soll nicht heißen, dass es dann nicht doch vielleicht mal gespielt wird, aber es sieht jetzt klar nach Viererkette aus. Wieso gab es am Samstag keine Verabschiedung von Mats Hummels? Ich glaube nicht, dass er abgesagt hat und Zeit hätte er bestimmt gehabt. Wer ist sonst 13 Jahre bei einem Verein gewesen? Finde ich sehr traurig. Na, er ist ja noch aktiver Spieler. Ja, gut, ich meine, Edin Terzic wurde auch verabschiedet. Das war jetzt auch eigentlich sehr überraschend, als er auf einmal da unten stand. Ja, fand ich auch. Ja, müsste man bei den Verantwortlichen mal nachfragen. Also das ist jetzt ja auch nicht im allerbesten Verhältnis auseinandergegangen. Ne? Also das hat ja schon, dieses Interview kurz vor dem Champions-League-Finale hat ja hinter den Kulissen schon sehr hohe Wellen geschlagen. Mhm. Und auch zu Recht. Kann man wohl so sagen. Das drei Tage vor einem Champions-League-Finale so zu veröffentlichen, dass der Trainer eigentlich ja nicht so dolle ist. Ja, muss man auch nicht machen. Ja, es war unnötig, aber dass man dann vielleicht daraus folgert, dass man sagt, man verabschiedet ihn nicht, finde ich dann auch. Also, aber vielleicht ist der Zeitpunkt einfach der falsche jetzt gewesen. Ja gut, ist ja noch offen, wo er jetzt hingeht. Ne? Ich glaube ja nicht nach Bologna, dann gibt es ja jetzt Gerüchte um Brighton oder er hört ganz auf. Also irgendwann muss ja jetzt mal eine Entscheidung fallen, weil die Saison fängt ja jetzt auch in den anderen Ligen an. Vielleicht ist er zu wählerisch oder er hat mehr erwartet an Angeboten. Ja. Ich wäre ja echt für Bologna oder Mallorca. Na gut, Brighton ist jetzt auch nicht. Premier League noch ein Jahr. Ist natürlich irgendwie Mittelfeld, ne? Mallorca wäre einfach Kult pur gewesen und Bologna spielt Champions League. Naja. Naja, ich bin aber Reus nach Los Angeles ist ja jetzt so gut wie perfekt, nachdem wir es schon 6-mal vermeldet haben. Ja. Jetzt wirklich. Jetzt wirklich, ja. Spielt er da in einer anderen Galaxie, weiß man das? Nun gut, weiter geht's mit einer Frage zu Emre Can. Can hat am Samstag Can-Sachen gemacht und zwar den Ball unter leichtem Druck verloren und Pässe mal wieder nicht an den Mann gebracht. Wenn Can nach Leistung aufstellen will, wie er es gesagt hat und das mehrfach, warum wird Can dann Kapitän bleiben und nicht Julian Brandt zum Kapitän? Ja, das Thema wird auf jeden Fall, also das Thema wird auf jeden Fall ein Thema. Egal, ob du jetzt Can Kapitän, ob Can Kapitän bleibt, so wie es jetzt der Fall ist, oder ob jemand anderes Kapitän geworden wäre, dann hätte es natürlich die große Entmachtung. Also ich glaube, er möchte da erstmal ein bisschen Ruhe haben. Aber Can muss sich natürlich strecken, was das angeht. Entmachtung auf Raten. Könnte sein. Er hat sich ja zumindest jetzt im letzten Drittel der Saison wieder ein bisschen stabilisiert, aber gegen Aston Villa hat er da auch jetzt so ein, zwei Zauberpässe rausgeholt und ich kann mich dann so einen Seitenwechsel erinnern ins Nirgendwo oder wenn er mal zum Dribbling ansetzt. Zauberpass bei einem Seitenwechsel ins Nirgendwo, das ist wirklich eine fantastische Schlagzeile eigentlich. Mhm. Ja, muss mal gucken. Also hat den Ball verschwinden lassen. Ja, irgendwie rüber und weiß ich nicht. Vielleicht hat er da mal einer wie Thiago einer verbannen, so die Werbung, weißt du, wo er dann dachte, das wäre ein Mitspieler. Ja, hat er den Steil geschickt. Genau, also großartig. Ja, also ist halt die Frage, Dortmund hat ja jetzt mit drei Leuten vor der Abwehr im Prinzip gespielt gegen Aston Villa. Ich glaube jetzt nicht, dass das System
das Standardsystem ist. Also wenn da mit zwei Leute spielen, dann wird es eng. Also dann sehe ich eher Groß und Sabitzer. Ja, das glaube ich auch. Metscher ist aktuell völlig irgendwo im Nirgendwo. Der ist da, wo Emre den Ball hingespielt hat. Ja. Also, ich bin gespannt. Also, eine Personalie, die definitiv interessant bleibt. Matthias schreibt, Stichwort Michael Zorc. Seit seinem Rückzug hört man gar nichts mehr von ihm. Vorbildlich, dass er sich nicht aus dem Hintergrund äußert. Das erlebt man anderswo sehr schlimm. Zum Beispiel Uli Hoeneß bei den Bayern. Was weiß man über Susi? Sehen wir ihn nochmal in einer Funktion beim BVB? Also zum ersten Teil hätte sich jetzt, glaube ich, keiner vorstellen können, dass er sich da irgendwie aus dem Hintergrund äußert, oder? Das hätte mich ja doch... Ja, dafür ist er gar nicht der umgehauen. Nein. Nee. Also da ist er nun gar nicht der Typ für. Er ist, glaube ich, bei Adesso im Aufsichtsrat, ne? Das ist so ein IT-Unternehmen hier aus Dortmund. Mhm. Die haben ja auch groß an der B1 neu gebaut. Ich weiß nicht, ob er da ein Büro hat. Aber dass er hier nochmal in irgendeiner Funktion auftauchen könnte, so... Präsident, Aufsichtsrat, das könnte ich mir schon... Aber da würde ich nicht ausschließen, sagen wir es so. Präsident tatsächlich, ja? Es könnte natürlich auch Watzke dann jetzt ab 2020... Vielleicht gibt es eine Kampfabstimmung. Mit Luno? Oder nee, mit Zorc? Watzke und Zorc. Ja, Luno haben wir ja auch noch, ne? Also bei Watzke und Zorc, da weiß ich aber, wer die Abstimmung gewinnt. Ich glaube auch. Ja. Nicht Aki Watzke. So, hier wird nochmal zu Mokoko gefragt. Ist Adeyemi für euch Stammspieler? Eher nicht. Eher nicht, ne, würde ich auch sagen. Dafür, also bei aller Qualität, die er hat, aber das bringt er dann doch noch zu selten auf den Platz. Und man kann ja immer noch spekulieren, ob da in der Richtung auch noch was passiert. Also es hieß ja immer, dass man gerne vorne einen abgeben würde, ob jetzt Malen oder Adeyemi. Dann gab es ja diese Juve-Gerüchte, die, glaube ich, von der Adeyemi-Seite auch sehr selbst irgendwie vorangetrieben wurden vom neuen Berater. Über die Gründe kann man nur spekulieren. Aber ich glaube, dass bei beiden Spielern der BVB gesprächsbereit wäre, wenn das ein Angebot so 40, 45, 50 Millionen. Nur da musst du natürlich auch wen holen und natürlich dann auch wen gestanden ist. Ne? Dann holen sie den Sancho wieder. Ja, das denkst du? Also mal so, also ganz wilde Theorie. Würde ich nie, also als Gedankenspiel. Der ist ja immer noch beim Manchester, ne? Das hieß ja erst auch Juve, Paris, aber irgendwie... Eigentlich will der, glaube ich, auch nach Dortmund zurück. Glaubst du, das wird der letzte Kracher noch im Transferfenster? Ha? Boah, ist schon sehr weit hergeholt, aber hätte doch was, oder? Nochmal so eine Last-Minute-Nummer mit Sancho? Ja, vor allem, dann geht's richtig los. Ja, das würde auf jeden Fall die Euphorie nochmal deutlich anheben. Wobei man jetzt auch sagen muss, dass er jetzt in dem halben Jahr... War jetzt auch nicht mehr als solide, ne? Ja, aber ich finde, dass er trotzdem durch seine Fähigkeiten auch Gegenspieler bindet, woanders dann Lücken entstehen und so weiter. Also das hat schon Wert gehabt. Und man hat auch die Fantasie, dass da noch deutlich mehr kommen könnte. Ja, ist ja immer noch ein relativ junger Spieler. Ist es in einer Saison mit mehr als 50 Spielen sinnvoll, mit nur einem gelernten Linksverteidiger und drei Innenverteidigern in die Saison zu starten? Das können wir eigentlich ganz klar mit Nein beantworten. Ja, die Frage ist halt, was ist Julian Riasson? Also, wo wird er jetzt eingeplant? Ist er jetzt rechts Backup? Also, Kuto ist ja erstmal rechts gesetzt normalerweise. Und Riasson ja auch. Dann eigentlich links. Also, du denkst, Benzi Baini wird im ersten Spiel nicht spielen und Riasson wird da spielen? Wenn die alle fit sind, dann könnte das so sein. Ja, die Frage ist halt, als was siehst du Riasson? Also, als Rechtsverteidiger, Linksverteidiger? Also für Backup rechts ist er, glaube ich, zu gut eigentlich, oder? Oder zu wichtig für die Mannschaft. Sagen wir zu wichtig. Ja, das glaube ich auch. So. Das glaube ich auch. Wobei Benze Baini jetzt, finde ich, auch in den Spielen, die er jetzt gemacht hat, doch ganz ordentlich performt hat. Dafür, dass er jetzt auch noch so lange verletzt war. Ist halt echt eine tricky Situation da hinten, weil du hast eigentlich irgendwie genug, aber irgendwie passt die Aufteilung nicht. Und also Riasson müsste Linksfuß sein, dann wäre alles gut. Ja. Oder du, ja, wenn du noch einen holst, auch am besten, der beides spielen kann. Ja, gut, klar. Dann ist es immer auch eine Sache mit den Flanken, ja? Weil das war bei Riasson, wenn er links gespielt hat, das Problem. Da kommt nicht so viel. Ja. Nichts kommt da. Ja. Hier wird nochmal gefragt, wir werden erstmal mit Legenden begrüßt, das ist natürlich sehr positiv. Aber der dachte bestimmt, Pino wäre da, ne? Ja, wahrscheinlich, ja.
Aber hier steht, macht weiter so und lieber Sascha, nimm dir ein Beispiel an der Frise von Florian. Ich glaube, Dutt und lange Haare sind jetzt nicht so meins. Müsste man sehen. Ist das von Markus Kritik an meinem Äußeren? Das macht man doch nicht sowas. Aber heute sitzt der Fifi doch wirklich ausgezeichnet. Kannst mal richtig dran ziehen, ist kein Problem, geht nicht ab. Ja? Ah, Schmerzen. So, hier wird nochmal geschrieben, ob das Isaac-Vibes sind bei Brunner und Moukoko. Dass der dann irgendwann, dass die Spieler uns die lange Nase zeigen, weil sie dann 20, 30 Tore schießen. Ich glaube das nicht. Ich glaube es irgendwie nicht. Ja, reine Spekulation. Also, bei Isaac hätte es damals aber auch keiner gedacht. Der war ja, glaube ich, noch weiter weg als die beiden jetzt, oder? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. Ist ein Mittelfeld mit Can, Groß und Sabitzer denkbar? Denkbar ist vieles, aber ich glaube nicht dran. Nein, glaube ich auch nicht dran. Ich bin sehr gespannt, was mit Felix Metscher passiert auf die Saison gesehen. Bin ich sehr gespannt, weil... Ich glaube nicht viel. Ich würde eher schätzen, dass dann Wädchen mal den einen oder anderen Einsatz bekommt. Ja, also Metscher ist für mich ein einziges Rätsel. Also der hat gegen Villarreal, der ist auch im Kopf irgendwie zu langsam. Der ist dann auch immer zu spät dran. Ich weiß es nicht. Das wirkt auch immer noch nicht so, als wenn der nicht ganz fit wäre. Mhm. Obwohl der jetzt von Anfang an trainiert hat. Ich weiß es nicht. Also ich sehe den auch absolut... Der ist komplett von der Stadt 11 Kilometer weit weg. Das ist eine klare Aussage. Oder siehst du es anders? Nee, ich sehe es komplett genauso. Ich glaube, dass er bei Borussia Dortmund schon damals so ein bisschen schwer reingekommen ist. Dann gab es ja dieses Test-Spiel gegen Ajax, wo er 2 Tore geschossen hat. Seine beste Leistung. Ja, das war seine... Ja. Und ja, ja. In Newcastle einmal, ne? Ja, in Newcastle hat er auch ein gutes Spiel gemacht. Das sind dann 2 gute Spiele, davon war 1 kein Pflichtspiel. Das ist ein bisschen wenig, auch wenn er natürlich mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Ich weiß das. Aber... Ich meine, der kam jetzt auch nicht als Schnäppchen. Ja gut, aber da kann er jetzt erstmal nichts mehr, ne? Nee, klar. Aber entsprechend sind natürlich auch die Erwartungen. Jetzt gehen wir mal rüber zu Instagram. War das der letzte Transfer mit Maxi Bayer? Nein. Da wurde ja noch angekündigt, dass er noch rauskommt. Oder war das jetzt davor? Habe ich das zeitlich falsch eingeordnet? Ja gut, Brunner wird noch kommen, das ist klar. Ja, also ich glaube, dass noch darüber hinaus auch 1, 2, 3 Sachen passieren werden. Ja, und halt Sancho. Genau. Nehmen wir dann auch als Überschrift für Clickbait, ne? Sancho Rückkehr fast perfekt oder was, ne? Steht kurz bevor. Hm? Ja. Geht jetzt alles ganz schnell. In trockenen Tüchern Doppelpunkt. Sancho vor BVB Rückkehr. Na, SEO-mäßig nicht gut, in trockenen Tüchern am Anfang. Warum? Ja, immer. Mit Fragezeichen. Immer BVB, Sancho so. Ganz nach vorne. Ja, okay. Mhm. Also man muss mit BVB muss man eigentlich immer in die Überschrift hauen und den Namen des Spielers, ja, für die Google-Suche. Möglichst immer nach vorne, ja. Immer nach vorne, das darf ja auch nicht im zweiten Teil stehen. Ja, darf es schon, aber besser wäre es, wenn es direkt kommt. Sancho vor BVB-Rückkehr. Deal fast in trockenen Tüchern. So. Dortmund-Deal fast in trockenen Tüchern. Dann hast du auch Dortmund mit drin. Mal. Da geht noch was. Okay, ich verstehe. Ich muss noch lernen, was das angeht. Von 1 bis 10, Bewertung der Transferperiode bislang. 1 das Schlechteste und 10 das Beste. Mhm. 7,5. Mhm. Wir wollen noch nicht übertreiben, ne? Muss immer noch ein bisschen Luft nach oben lassen. Ich gebe dann, wenn Sancho kommt, eine 8,5. Mhm. Startelf gegen Frankfurt. Wir haben doch erstmal dieses DFB-Pokalspiel noch am Wochenende. Und, liebe Leute, wir haben ja am Montag haben wir was richtig Geiles für euch vorbereitet, denn da sind wir grillen und haben aber auch noch Zuschauer. Wir haben sehr viele Zuschauer, so viel kann ich an der Stelle schon sagen, aber eine E-Mail, die habe ich aus Versehen gelöscht von einem Hörer, der heißt, glaube ich, Christian. Wenn du von mir noch keine E-Mail bekommen hast, habe ich weggewischt und habe sie dann nicht mehr gefunden auf dem Diensthandy. So. Und das war ein bisschen problematisch, deswegen konnte ich dir nicht antworten. Schick mir doch bitte nochmal eine E-Mail. Und dann werde ich dir auf jeden Fall antworten. Für alle anderen, wir sind ausgebucht. Erstaunlich. Der Laden platzt aus allen Nähten. Vielleicht sollten wir demnächst einfach Eintritt nehmen. Ja. Wie viel würdest du den Leuten zutrauen, dass sie sagen, ja, wenn jetzt zum Beispiel da BVB-Podcast ist, da zahlen wir auch Eintritt. Was würdest du da verlangen? Mit Verpflegung? Ja. 9,09 Euro natürlich. Ah, nein, bitte hör auf damit. Ja, so ein Zehner. Zehner, ja. Mit Verpflegung? Ja, da gibt es immer ordentlich Verpflegung. Ja, dann ist, glaube ich, ein Zehner okay. Ja. Sollen wir das verkommerzialisieren? Oder sagen wir einfach weiterhin, nee, die Leute können für lau kommen? Kann man kommerzialisieren? Ja? Nein. Nein. Nein, nein.
Nochmal für Lau. So, war das der letzte Transfer. Moukoko ist ja auch großes Thema. Bin ich der Einzige, der findet, dass wir mit Kuto besser dran sind als mit Marzen? Das hätte aber auch einen Vergleich. Ja gut, sind Außenverteidiger. Ja gut, Marzen war jetzt auch nicht ganz so gut, wie das viele vielleicht gesehen haben. Also Stichwort auch Champions-League-Finale, ne? Mhm. Also ich finde es völlig oder eine richtige Entscheidung, dass man den für 40 Millionen nicht verpflichtet hat. Ja, 40 Millionen ist schon happig. Also. Aber der hatte viel Upside, wie man sagt. Ja, also die 20, 25, dann hätte man sich überlegen können. Aber ich denke mal, dass man jetzt mit der Alternative, ohne da jetzt zu früh ein Urteil fällen zu wollen, aber ich glaube, eine gute Alternative sich besorgt hat. Hier wird gefragt, warum nicht mehr Mittwochs-Podcast? Das hat während der Olympischen Spiele und Trainingslager organisatorische Gründe gehabt, weil da müssen ja auch immer beide gleichzeitig können, ist ja klar. Und gestern war ich den ganzen Tag bei einem anderen Projekt eingespannt und das war ein Termin, auf den ich gar keinen Einfluss hatte. Deswegen, und dann nächste Woche zeichnen wir am Montag auf. Das machen wir in der Regel dienstags beim Live-Podcast. Hat aber jetzt den speziellen Grund, dass wir am Montag exakt 8 Jahre alt werden mit dem Podcast. Oh. Hast du nicht zugehört, ne? Da kam wieder eine Meldung. Nee, komm, kam was alles Wichtiges rein? Alles belanglos. Ja, alles belanglos, ja. So. Ja, 8 Jahre, das ist ja fast ein Jubiläum, ne? Das kann, ja, klar. Nein. 15, guck mal, 8 Jahre. Es gibt da genaue Regularien, was ein Jubiläum ist und ist was das nicht. So? Ja, ja. Ja, also 15, 15, 20, 25 und so weiter. 25, 50, ja. 100, genau. 30-jähriges Jubiläum ist. 30 ist kein Jubiläum. Das ist nur Geburtstag. Na gut, okay, aber 8 Jahre ist schon eine ordentliche Zeit, muss man sagen. Aber auch kein Jubiläum. Ja, aber ein Geburtstag. Ja. Also kann man es auf jeden Fall sagen. Damals, die erste Folge, weiß ich noch, wo wir die aufgezeichnet haben, auf der anderen Seite unseres Gebäudes, da hast du, glaube ich, auch Fotos gemacht. Um Gottes Willen. Mit Dirk, Jürgen und dem Kollegen Matthias Dersch. Das waren noch Zeiten. Das waren allerdings noch Zeiten. Da war. Ja. Oder Tobias Jören. Können wir an der Stelle beide mal grüßen. Mhm. Hören zwar beide nicht rein, wahrscheinlich. Aber trotzdem. Ja. Beste Grüße. Ja. Nach Frankenberg oder Münster? Ich bin am 12.09. freitagsabends im Stadion. Wo kann ich davor die beste Stimmung mitnehmen? Das ist, glaube ich, das Heimspiel gegen Heidenheim. Ja, gut, da wird es natürlich überall scheppern. Nein, jetzt mach ihm die Nummer nicht mies. Freitagsabends spielen vor Flutlicht im September. Schönes Wetter ist eine tolle Sache. Ja gut, aber da ist ja hier alter Markt oder was ganz. Dann gehst du ein bisschen zu Fuß noch mit einem, zwei Bierchen zum Stadion und dann alles gut. Alter Markt, dann hohe Straße hoch, was essen und dann biegst du ab in Richtung Lindemannstraße. Kurz an Müllerbrücke. Ja. Ja, genau, so machst du das. Wenn das Wetter gut ist, dann wäre das ein Plan. Ich will ihn jetzt nicht wie jeden anderen zum Griechen schicken. Dann wird mir wieder Schleichwerbung nachgesagt. Ja, gut. Also, was die kulinarischen Gegebenheiten angeht, wird sich hier wohl was finden, wenn man Hunger hat, oder? Ja, davon kannst du ausgehen, ja. Davon kannst du ausgehen. Gittens oder Adeyemi? Wer wird spielen? Malen. Ja, der zweite Teil der Frage ist aber, und Bayer oder Malen? Ja gut, weil Guirassy ja nicht spielen kann im Moment, schätze ich. Ja, spielt ich glaub, Bayer vorne drin. Ich glaube, dass Bayer starten wird, ja. Und dann Malen, Gittens und Brandt. Ja, die Frage, Malen war ja angeschlagen während der Vorbereitung. Ich weiß jetzt nicht, was er genau hatte. Also jetzt nichts Grelles, aber der ist ja auch erst später eingestiegen. Ach, warte mal. Jetzt gibt's den ersten Teil der Frage. Ach so. Den allerersten. Gut. Das kommt, wenn die Fragen zu lang sind. Leute. Hallo an den besten Podcast des Universums. Wer hat am Ende der Saison mehr Scorerpunkte? Ach Gott, oh Gott. Gittens oder Adeyemi? Ja, nicht Gittens. Also im Normalfall. Adeyemi hatte aber auch immer nur 3 Scorerpunkte pro Saison. Ja, aber Gittens ist halt noch sehr uneffektiv, ne? Deswegen. Ja, und Bayer oder Malen? Wer hat da mehr Scorerpunkte? Ja, Bayer, würde ich sagen. Tipp gegen Lübeck. 4-0. Ist der BVB das spannendste Projekt in Europa? Was meint ihr? Ist natürlich schon sehr spannend, was jetzt mit den ganzen Neuzugängen passiert, ne? Ja, aber das ist ja, sind ja immer so. Also man kennt ja alle Projekte in Europa gar nicht. Also da gibt es auch sicherlich noch andere spannende Vereine, aber
Ja, es war schon mal uninteressanter. Hot Take. Bayer macht in den ersten 4 Spielen 5 Tore und Schein kann nicht anders als Doppelspitze spielen. Ja. Ja gut, wenn er so viele Tore macht, ist ja alles wunderbar. Steht und fällt natürlich auch immer ein bisschen mit dem Gegner, mit dem System. Also ob dann jetzt 2 Sturm da Standard wird. Bayer kann ja auch alle anderen Positionen dahinter spielen. Hier wird von Lars nochmal die Wunschelf genannt, wenn alle fit sind. Kobel und dann die Viererkette mit Kuto, Süle, Anton und Schlotterbeck links. Davor Groß, Sabitzer, dann Brandt, Bayer, Girassi und einen eurer Wahl. Wen nehmt ihr? Ja, dann nehme ich Malen. Ja, wenn die alle noch da sind, dann ja. Ah nee, Sancho. Oder Duran Will. Oh, Duran Will. Ja, ich hoffe, dass der mal dauerhaft fit bleibt. Sonnige ja. Grüße aus Kreta an den besten Podcast. Auf Kreta wäre ich jetzt auch gerne. So viel kann ich sagen. Welcher Promi aus dem BVB-Kader müsste für Bayer weichen? Wer ist denn Bayer? Ah, Maximilian Bayer. Ich habe gerade die Wegstaben verbuchselt im Kopf, deswegen sorry. Aber wer muss denn da weichen? Ja, das ist doch Promi. Wenn die anderen jetzt dauerhaft überragende Leistung gebracht hätten, dann wären sie vielleicht auch ein richtiger Promi. Ja. Riasson links sogar noch stärker. Da hat er in Hoffenheim letztes Jahr dieses überragende Tor geschossen. Gut. Der war aber Weltklasse. Ja, das stimmt. Aber ich würde sagen, er ist dann schon rechts ein bisschen besser als links. Ja, das glaube ich auch. Hier kommen noch einige Fragen zu der Geschichte mit der Startelf für die kommende Saison. Da sprechen wir in unserer Saisonvorschau drüber. Natürlich. Das ist ja ganz klar. Dafür haben wir die ja extra. Und will Kobel den BVB verlassen? Da können wir direkt hinweisen auf unser großes Interview mit Gregor Kobel. Da hat er nämlich einige Dinge dazu gesagt. Deswegen beantworten die Frage einfach gar nicht, sondern verweisen auf das Interview. Und Kevin Kiska kann an der Stelle natürlich nochmal einblenden. Zack. rn.de/BVB-Podcast. Da bekommt ihr unser BVB-Plus-Abo für nur 1 € und insgesamt 4 Wochen Lesezeit. Und weil Flo so viele Clickbaiting-Artikel schreibt, wollt ihr natürlich danach unbedingt das komplette Abo für 500 € für nur 2 Wochen. Ja, da ändert sich dann der ganze Spaß ein bisschen. Aber wir wollen nicht zu viel Schabernack betreiben. Ist Wädchen zurzeit angeschlagen oder verletzt? Ja, ist er. Was genau er hat, weiß ich gar nicht. Also seit dem Trainingslager. Aber er sollte heute wieder teilintegriert werden. Mhm. Also Pokal wird er dann nicht dabei sein. Okay, ich hoffe, dass der Junge dauerhaft gesund bleibt. Ich habe ganz, ganz große Hoffnung, dass das ein richtig cooler Spieler werden wird für Borussia Dortmund. Das würde mich sehr freuen. Bei Duran Will übrigens auch, wenn der fit bleibt. Er hat schon tolle Anlagen, das muss man echt sagen. Also langsam sollte da dann auch mal was kommen. Ne? Also ohne, dass ich ihm jetzt das will, aber nach 1,5 Jahren mit wie viel Spielzeit? 45 Minuten? Mhm. Das ist schon krass wenig. Das ist wenig. Da haben wir ja fast mehr gespielt. Ja. Und hat ja jetzt auch 8 Millionen oder so gekostet. Mhm. Ja, war nicht günstig. Oh, hier wirst du noch gefragt, Ritter Sport oder Milka? Ich bin jetzt nicht so der Schokoladenesser. Was nimmst du als Snack? Dann Chips, Salzstangen? Ja, also eher was, ja auch, aber eher was Salziges, ja. Also Schokolade auch mal, aber eher selten. Oldschool Pixar sag ich schon. Oldschool Disney oder Pixar Animation? Ist auch beides gar nicht meins. Nee, was guckst du? Ein Thriller? Ja, hat mir so Krimi, ja. Mhm. Tatort Dortmund oder Tatort Köln? Ich weiß doch, du guckst den Tatort. Das weiß ich ganz genau. Ja. Tatort Münster. Tatort Münster. Ja, wir sind aber alle gut. Also ich wähle natürlich, also ich gucke nicht alles. Stuttgart finde ich auch immer gut. Mhm. Übrigens haben sehr viele Leute in diese Story geschaut. Mhm. 4-stellig. Da möchte ich mich sehr herzlich bedanken, dass sich so viele Leute auch wieder beteiligt haben. Pino angekündigt war. Ja, nee. Natürlich. Das ist ja völlig egal. Das ist ja völlig egal. So, es freut mich und ja, dann sind wir raus für heute an der Stelle. Hat es dir ein bisschen Spaß gemacht? Ja, wir sehen uns im August 2025 wieder. Ist doch super. Weiß nicht, ob ich da kann. Ja, bestimmt. Ja. Folgt Flo bei X. Bitte unter @rn_florian. Das habe ich lange nicht mehr gesagt in dieser Sendung. Immer wieder schön. Folgt sehr gerne auch mir unter @sascha_staat bei X, Twitter und Instagram und @rnbvb.
Und dann freuen wir uns jetzt, dass es endlich losgeht. Und dann haben wir noch eine schöne, knackige Woche vor uns. Und dann ist auch endlich Bundesliga. Da habe ich tatsächlich dann schon Bock drauf. Schönen Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt. Vorher noch irgendwie, weiß ich nicht, an einem Grill vorbeischauen, oder? Ja, mach du mal. Wir müssen ja arbeiten. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Kann man ruhig mal gute Laune haben. So. Ja, danke, dass ihr dabei... Warte, das muss ich jetzt nochmal sagen. Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.